Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video geht es um das Thema Superposition. Superposition ist, wenn sich zwei Bewegungen überlagern. Und das kann man sehr schön an dieser Eisenbahn hier sehen. Wenn ich in dieser Eisenbahn einen Ball fallen lasse, fällt er nach unten. Aber wenn ich mir das Ganze von außen angucke, sieht das Ganze anders aus. Schauen wir uns das Superpositionsprinzip anhand eines Jungen an, der einen Ball fallen lässt. Dieser Ball, wenn man sie jetzt mal ja, unter normalen Umständen, würde der einfach senkrecht nach unten fallen. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass dieser Junge in einem Zug steht und dort den Ball fallen lässt, passiert immer noch das Gleiche, der Ball fällt nach unten. Aber wirklich spannend wird es, wenn jemand den Zug sozusagen von außen betrachtet. Weil dann sieht die ganze Sache so aus. Ich habe durch den Zug, solange der Junge den Ball festhält, den Eindruck, dass der Ball sozusagen auf gerader Linie unterwegs ist. Ist klar. Wenn der Ball aber runterfällt, kommt zu der Bewegung, die der Zug macht, ja noch die Fallbewegung dazu. Diese hier. Und das zusammen ist von außen betrachtet hier so etwas, was so aussieht und nicht nur so aussieht, es ist eine Parabel. Die entsteht dadurch, dass ich einmal die gleichförmige Bewegung, also die Bewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit in x-Richtung habe und einmal die gleichmäßig beschleunigte Bewegung des freien Falls in y-Richtung habe. Und wenn ich beides gleichzeitig ablaufen lasse, das heißt, der Zug fährt und gleichzeitig fällt der Ball herunter, dann bekomme ich, wenn ich das von außen betrachte, beide Bewegungen gleichzeitig zu sehen und dadurch sieht das so aus, als ob der Ball eine Parabel beschreibt. Aber in dem Zug findet ja nur eine Bewegung statt, nämlich die nach unten. Das heißt, für den Jungen fällt der Ball einfach nur nach unten. Das ist soweit das Superpositionsprinzip für zwei Bewegungen, die sich überlagern. Auch der berühmte Wassertropfen, der irgendwo hier so eine Welle auslöst, sobald ich zwei Wellen habe, habe ich auch das Superpositionsprinzip. Wellen, die sich überlagern, nutzt man teilweise explizit auch aus. Sagen wir, du hast ein Musikinstrument und das soll gestimmt werden. Und dann hat man irgendeine Tonquelle, von der man weiß, wie hoch der Ton ist und spielt gleichzeitig das Instrument. Und durch diese Überlagerung gibt es zum Beispiel den Effekt der Schwebung. Das heißt, es wird dann immer so lauter und leiser, je nachdem, wie sich die Wellen überlagern. Und wenn man das halt korrekt gestimmt hat, dann verschwindet dieser Effekt. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, wo man dieses Superpositionsprinzip, also man kann so sagen, Überlagerungsprinzip hat. Also Bewegungen können sich überlagern, es können sich Wellen überlagern und. Das kann man sozusagen im Großen und Ganzen unter Superpositionsprinzip zusammenfassen.